Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruse mit mir. Ich bin MacChris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier bei YouTube auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich für euch The Darkest Secret. Hatten wir jetzt schon ein paar Tage nicht mehr und ich bin gespannt, was The Darkest Secret uns heute zu bieten hat. Ich hoffe auf jede Menge Grusel und Gänsehaut. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein. Hier ist The Darkest Secret. Ja, The Darkest Secret. Wir haben hier Videos, die aus Versehen etwas auf Kamera eingefangen haben. Ja. Dann schauen wir mal rein. Hier ist The Darkest Secret. An unfortunate explorer who must escape from a creature that began to chase him through the forest. A strange shadow that warned this motorcyclist of a future accident that almost cost him his life. And even a shocking video where a group of witnesses captures what for everyone was a real-life demon. An entire mystery resolves around the paranormal. For many, it is nothing more than simple superstitions. But for others, it is part of a reality that has been with us forever. Today, we will learn about recordings that were done for other reasons, but ended up capturing something paranormal by accident. Join me on this adventure, where we will review different videos that my audience sent me. Here, you will witness true, strange, and often inexplicable events. My name is Leonor Clay. Hello, and Leonor. This is The Darkest Secret. Today we present five videos that capture something paranormal by accident. Ja, wir sind bereit. Number five. This video with which we begin was sent by Bradley Levitt, a faithful subscriber from the United States who tells us a terrible but interesting story that happened to him while he was visiting one of the many forest reserves in his country. Mm-hmm. Bradley tells us that he usually never records Bigfoot oder der Rake on these trails, since it is his time of peace, reflection, and connection with nature. He started recording when he thought he saw things hiding among the branches. He recorded without even imagining that he would come across not an animal, but something paranormal. Mhm. Bigfoot ist ja jetzt nicht unbedingt paranormal, ne? Ist eher kryptozoologisch. Hey. Da hinten, ne? Das Schwarze da. Ach ne, das war nur ein Blatt. Hey, man. Ja. Wo ist denn da was? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Was gesehen? Ich habe nichts gesehen. Man. The video lasts 20 minutes in total. After this young man enters the forest to look for it, for almost 7 minutes he doesn't hear or see anything. Until a few minutes later. Ich habe da aber auch überhaupt gar nichts gesehen. Wen hat er denn da angesprochen? Here, he hardly cared about recording anymore. He was trying to find the creature. Was für eine Kreatur, ich habe überhaupt nichts gesehen. Hey. Hey, where are you? Mm-hmm.
Schiss, dass da was hinter dem Baum hervorguckt. Es wirkt nämlich so schön inszeniert, dass er den Baum filmt und dann auf einmal: Hallo! Ah, da hinten. Doch der Rake. Doch der Rake. Da hat sich was auf ihn zubewegt, ne? Was Schwarzes. Es war nicht der Rake. Der Rake ist weiß. According to his email, what his eyes saw there was not human. Da. For he forgot he was recording. Da, ja, what he ja, saw ja, ja, was ja. so strange that he tells Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Us that he just followed it with his eyes, not with the camera. The recording was of little importance when he realized that what he was facing was not normal. Ja, war gut, ne? Das kann aber auch alles sein. Kann auch gestellt sein natürlich, ne? Aber ist das vielleicht doch so eine Art Bigfoot? Oder ein Affe. Schwierig, ne? Es geht ja auch auf zwei Beinen. Ist also humanoid. Affen sind ja auch humanoid. Könnte auch ein Affe sein, ne? Vielleicht auch ausgesetzt oder so. Und dass der vielleicht auch sein Revier verteidigt. Ich meine, wenn er jetzt da unten in den Wald geht, dann rennt der Affe vielleicht auch auf ihn zu. Vielleicht sah das auch nur so aus, als wenn er auf ihn zurennt. Man hat das ja gar nicht so richtig gesehen. Da war ja nur was Schwarzes, was so aussah, als wenn das näher kam. Ja, es ist schwer zu sagen. Man sieht dafür zu wenig, ne? Man erkennt zu wenig. Es ist schon echt seltsam, sieht das aus. Vielleicht ist auch der Goatman. Da, da, da. Can you see what this is? Was ist das? Is. Does this seem like a person to you? Is it running? Das. Or is it. Wisst ihr was? Das sieht sogar eigentlich eher aus, als wenn das reingeschnitten wäre. Das ist so eine unnatürliche Bewegung. Flying. Das sieht sehr unnatürlich aus, ne? Sehr unnatürlich, finde ich. Auch für Monster. Ja, keine Ahnung. Also ich wäre da, glaube ich, nicht in den Wald gegangen, hätte da noch weiter gesucht, ganz ehrlich. Hm. Naja. Wer weiß, was da alles so lauert, ne? Then, and before he leaves, we can notice that it is indeed not an animal. It is something that seems to be hunting him. Das weiß ich noch nicht mal. Ob diese Kreatur ihn jagt, das glaube ich nicht. Er ist dieser Kreatur eher hinterhergelaufen und hat sie gesucht. Also die Kreatur hatte ja gar keine Anstalt gemacht. Die wollte sich ja da noch verstecken vor ihm. Und erst als er dann in den Wald rein und hat sie da gerufen und halt verfolgt, hat sie sich dann einmal gezeigt. Also es sah jetzt wirklich nicht so aus, als wenn die auf ihn zurennt, sondern sie hat einfach nur mal so geguckt. Die Kreatur. Ja, keine Ahnung, was das ist, ne? Schwierig. What do you think it is? Whatever the case may be. Also ich glaube nicht, dass es ein Affe ist. Ich glaube auch nicht, dass es Bigfoot ist. Und für den Rake ist der zu dunkel. Ne? Der Rake ist doch, der hat doch eine fahle Hautfarbe, also hell, sehr hell. Ja, schwierig zu sagen. Ne? Bleibt halt eigentlich nur noch, dass es vielleicht gefaked ist. Aber ja, da würde ich jetzt meine Hand auch nicht für ins Feuer legen. Ne? Also es kann auch schon echt sein. Ja, weiß ich nicht. B. Bradley assures that he will never return to their reservation. Ich weiß auch nicht, wie man da erkennen könnte, ob das gefaked ist, ne? Also es sah schon sehr unnatürlich aus, diese Bewegung. Da auch schon wieder. Es ist so etwas wackelig und. Number 4. Keine Ahnung. Schwierig. Und gruselig, auf alle Fälle. What I will show you below are footage that confirm one of the strangest phenomena and that has its own category within the paranormal world. In occultism, it is well known that paranormal manifestations of animals are much more frequent than those of humans.
I am referring to perceiving your deceased pet. Ja, da hatten wir auch schon mal, also mindestens einen Clip gehabt mit einer Katze. Also was aussah wie ein Katzengeist. Und auch so habe ich das schon öfter mal gehört, dass auch Tiere halt in dieser Zwischenwelt oder vielleicht auch sogar im Jenseits mit uns leben. Vor allem Tiere, die uns sehr ans Herz gewachsen sind. Ja, es ist jetzt nichts Neues, ne? I don't have answers as to why it is more frequent, but it has happened to me. I also know people who have seen their house dog passing nearby, even days after its death. And now I have received evidence that it is indeed true. This could be a reality. Without going any further, the following sequence was published on Reddit by a user who in his post. Nee, das haben wir schon mal gesehen. Da sieht man dann den Schwanz und das Ohr von dem Hund. Na, nicht nochmal. Weil es war wohl ein echter Hund. Said that contains quite intriguing details for Juani Sasa. Also wir sind hier immer noch bei Tieren, glaube ich. Bei Geistern von Tieren. Ich habe jetzt ein bisschen vorgemacht, weil wir das ja schon kannten mit dem Hund da an dem Tisch. A faithful fan from Colombia had the bad luck to be the main witness of a serious traffic accident. Oh, anscheinend doch nicht mehr. However, he believes that if it had not been for something strange that happened when he was going to accelerate, he would have been one of the victims. Juan was with a friend who was riding the motorcycle that you now see on the screen. They were accelerating and Juan had stayed a little behind. He was planning to accelerate when he sees this thing right in front of him. Also gut, zwei Freunde auf Motorrad machen eine Tour und nehmen etwas am Straßenrand auf. Ja. Was weiß ich, was das ist? Irgendwas Schwarzes. It is a being so small that there is doubt that it is an animal, whose origin until now is completely unknown. Ja, also, sorry, wie soll ich denn da was erkennen? Das ist einfach nur was Schwarzes, was da über die Straße. Also es sieht jetzt nicht aus wie eine Ratte oder eine Maus oder irgendwie sowas, weil das geht ja auch, also es sieht zumindest so aus, als wenn es aufrecht geht. Aber wollen die mir jetzt erzählen, dass es ein Schlumpf ist oder... kleiner Kobold oder ein Gnom? Also war er nicht. What do you think this is? Ich glaube, dafür gibt es irgendeine Erklärung. Das wird ja wahrscheinlich einfach nur ein Tier sein. Irgendein Tier. Keine Ahnung. Did it come from the other vehicle? Or was it really a sign that prevented him from dying minutes later? Ja, das also ein Schutzgnom oder was? Weil kurz danach hatte er halt einen Unfall. Ich weiß es nicht. Also, es sah mir jetzt auch nicht aus, als wenn das reingeschnitten wäre. Aber das kann irgendwas sein. Leute, was soll ich denn... Also, wenn die Bildqualität besser gewesen wäre, hätte man vielleicht noch was erkennen können. Aber es war einfach nur schwarz. Also, schwierig. Tell me what you think. Also, das eine Auto bremst ja auch sogar dafür ab. Also gehe ich mal schwer davon aus, dass es einfach nur ein Tier war. Also nicht, das heißt jetzt nicht, dass ein Auto für einen kleinen Gnom oder so nicht bremsen würde. Aber ich meine, es ist eine belebte Straße. Da sind Leute. Warum sollten sich solche Wesen einfach so über Tag einfach so zeigen? Also, sorry. Also es wäre ja nur anderen Leuten aufgefallen, denke ich. Vor allen Dingen dem Typen im Auto. Keine Ahnung. Es wird nur ein Tier gewesen sein. Hundertprozentig. Number 2. The following is strange footage captured at the back of a property whose owners claimed to hear strange sounds at dawn. Das kennen wir auch schon. Da würde ich sagen, schauen wir noch mal rein. They left the camera pointed towards the jacuzzi area. When something unexpected begins to manifest there.
I have seen this video many times and it does not meet the typical characteristics. For ja, wir haben es halt auch schon mal gesehen und wir sehen ja jetzt ja schon so eine Art Nebel da auf diesem Rasenteil. A spiderweb or an insect very close to the lens. Ja, und das ist halt entweder etwas auf der Linse oder halt tatsächlich so eine Art Dunst oder Nebel, ne? Das kann halt sein. Wir wissen jetzt ja auch nicht, ob der Rasen zum Beispiel, der da ist, ob das Kunstrasen ist oder echter, ne? Und bei bestimmten Temperaturen, Außentemperaturen, dampft Rasen natürlich auch, ne? But judge for yourself. Ja, schauen wir nochmal rein. Ich glaube, das ist nur was auf der Linse, Leute. Da bin ich immer noch fest von überzeugt. Auch beim zweiten Mal sehen. Ja, ja. Ich glaube noch nicht mal, dass das Spinnenweben sind auf der Linse, sondern dass es einfach ein Insekt ist, was da hin und her. Weil, wenn das jetzt etwas auf dem Rasen da wäre und das bewegt sich etwas vor, dann wäre es ja zum Beispiel hinter dieser, was ist das da, Erhöhung hinter dem Jacuzzi, wo man drauf gehen kann. Wie so eine Bank sieht das halt aus. Dann wäre dieser Nebel auch hinter dieser Bank. Aber wenn der Nebel sich bewegt und so ein Stück nach vorne kommt, verdeckt er diesen Tisch und diesen Steg, diese Bank auch. Das bedeutet, dass das ja davor sein muss. Und somit wäre etwas auf der Linse logischer, ne? Ich gucke auch die ganze Zeit immer so in die anderen Bereiche dieses Bilds, ob man da auch irgendwo was sieht, also ob dieses Insekt vielleicht sogar mal irgendwo anders hinkriecht oder was auch immer, ob es noch mehrere davon gibt. Aber bisher ist es mir tatsächlich nur in diesem Bereich da aufgefallen. Da ist es ja auch weg, ne? Ja. War bestimmt nur eine kleine Motte oder sowas. Like me, the owners do not believe that it is suspended dust, insects, or other objects near the lens. That whitish shadow was indeed in the patio, a shadow that if you manage to notice, at times it takes on a figure similar to a human. And what's more... Also Entschuldigung, ich kann doch aus dieser Aufnahme, kann ich doch kein Menschen erkennen, keine menschliche Form. Also Entschuldigung, also das ist ja einfach nur ein Hin und Her von in der hellen Dunst. Also so viel Fantasie kann ich da gar nicht reinbringen in die ganze Geschichte. Is that there seems to be more than one. Do you see it? Nein. Ich sehe da keine menschlichen Formen. Wo denn? Nur nimm mal irgendwie mal ein Bein. Could they be spirits that are being captured by this camera? Möglich ist natürlich alles, ich mutmaße hier auch nur, aber wenn wir realistisch bleiben wollen, ist es halt was auf der Linse. A footage that without a doubt becomes quite striking. Ist das überhaupt, also es ist Kunstrasen, glaube ich, ne? Ich glaube, in so einem Garten, da ist kein echter Rasen. Glaube ich nicht. Number one. Ja, weiter. Jetzt bin ich gespannt. What serves for closure for us is a recording that is accompanied by a spectacular story. It was a subscriber who did not want to reveal his identity to us, who told us completely terrified. How one day, passing through the underground parking lot of a supermarket, he encountered several people pointing their cell phones upwards. When asking what was happening, the small group told him that they had seen a creature running in between the pipes.
Intrigued, he decided to take. Also gut, Tiefgarage, mehrere Leute haben ihre Handys hochgehalten, um was zu filmen. Er wollte wissen, was die machen, und die meinten halt, er wäre an den Rohren etwas entlang gelaufen. Out his cell phone and help them look for the creature, without knowing that his camera would witness something that would never leave his memory. Okay, er hat dann auch die Kamera und rausgezückt, also sein Smartphone, und auch gefilmt oder fotografiert. Schau mal, was er eingefangen hat. Oh ja, da oben. Ich hab's gesehen, hat sich bewegt. Ach, ich dachte, das wäre nur so ein Beispielvideo gewesen. Das ist also die Originalaufnahme, okay? Was ist das da oben? Das wackelte auch so komisch. So zitterig sah das aus. Ne, das... Was war das? Before recording this video, the boys described that the entity had a humanoid body and Wisst ihr was, es ist fake. Ich habe es jetzt schon aufgedeckt. Man kann, achtet mal bei der Dame hier vorne, die jetzt nicht mehr im Bild ist, die ist links gerade verdeckt. Schaut mal auf dem Bildschirm von ihrem Smartphone. Sie filmt ja auch diese Szene, und das, was da oben sich zeigt, ist auf dem Film, auf ihrem Smartphone, so gut ist die Bildqualität, dass man das erkennen kann, nicht zu sehen. Ist klar, weil wenn das da reingeschnitten ist, hat er es nicht noch in das kleine Smartphone da reingeschnitten. Ne? Ich mache das nochmal zurück. So, machen wir nochmal da. Achtet mal drauf, auf die Frau ganz links. Oder überhaupt mal auf die Bildschirme von den Smartphones, dann werdet ihr das auch sehen. So, jetzt, ich glaube, das war sie oder sie hier. Die ist auf jeden Fall gleich irgendwie da. Seht ihr, es ist nicht drauf. Es ist nicht drauf. Die bangt. Ich kann es nochmal zeigen. Wir sind jetzt hier bei... Na, ich gehe nochmal ein Stück zurück. Achtet jetzt mal da einmal. Ich versuche das. Da, seht ihr? Die filmt das. Und es ist nicht drauf. Es ist nicht drauf. Und das muss dieser Bereich sein. Wir sehen ja auch hier. Seht ihr das hier? Das ist das. So. Und da ist nichts. Da ist gar nichts. Die Film auch. Also es. Leute, wollt mich veräppeln. Before recording this video, the boys described that the entity had a humanoid body. Das ist nichts. And drauf. Seemed to be wearing strange clothes. Und sie filmt auch noch in einer vollkommen anderen Richtung. Also, nee. Just like the image that now serves as a reference. They saw it there, high above, watching them for a couple of seconds before running and hiding in between the pipes. Could we be getting confused? And it's actually just an animal? Nee, es ist nichts. Does this nichts. Look like an animal to you? Da ist nichts. Tell me what you think about this and the previous recordings, since this video has already come to an end. Ja, und es ist debunked. Ja, danke, Leonor. Das letzte war jetzt sehr interessant, weil es auch dann doch einfach aufzudecken war. Ja, war ja, wie gesagt, ne, ganz interessant. Vor allem der letzte, den fand ich sehr gut. Auch wenn der halt fake war, offensichtlich. Aber konnte man rausfinden. Ja, ich mag das ja immer, wenn man so ein bisschen auf die Dinge drumherum achtet. Da kann man dann manchmal schon feststellen, ob etwas echt ist oder nicht. Ne? Und ja, in diesem Fall... Nicht echt. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Und in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu dem Video von The Darkest Secret und auch zum Kanal von The Darkest Secret. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haltet die Ohren steif. Adios.